Ein herzliches Hallo an alle Kunstliebhaber und Kulturbegeisterte. Die Berlin Art Week 2020 hat heute offiziell begonnen. Und auch wir, Galerie Bottega Barone, haben ein ganz besonderes Programm vorbereitet. Neben Salongesprächen, unter anderem zu dem Thema Erotik in der Kunst, das morgen auch stattfindet, haben wir eine Sonderausstellung eben zu diesem Thema vorbereitet. Ich habe heute das Glück, die zwei Künstler meiner Sonderausstellung hier zu haben. Aber bevor Sie zu Wort kommen, möchte ich noch mal einen Schritt zurückgehen und erklären, was heißt Bottega. Bottega ist das italienische Wort für Kunstwerkstatt. Und große Künstler wie Botticelli und Michelangelo haben schon in der Renaissance eine Kunstwerkstatt, ihre eigene Kunstwerkstatt, gegründet, wo die Lehrlinge ihre Ausbildung machen konnten. Und hier kommt die Brücke, die ich jetzt schlage, zu dem Künstler Rocco Barone und seinem Bild Venus, bei dem er sich tatsächlich auch an Botticelli inspiriert hat. Ja, Botticelli hat mich inspiriert, insbesondere mit der Venus, die Geburt von Venus. Venus, Geburt von Wasser, das ist eine Reinheit. Beispiel die Schönheit der Bellezza. Und das ist die Mutter der Natur, zeigt Natur, man sieht das, Botticelli auch, die nicht nur die Landschaft, auch die ganze Pflanzen, Blumen, das heißt die ganze Kosmos im Grunde genommen. Und die Natur ist meiner Meinung nach eine Beispiel von Schöpfung. Und die Venus ist ein Beispiel in der Erotik, das gehört auch dazu für die Menschen, die eine Möglichkeit von der Reinheit und Schönheit zusammenzubringen. Hallo, mein Name ist Diana 80. Herzlich willkommen in der Bottega Barone in einer italienischen interkulturellen Galerie. Ganz wichtig hier in Berlin, dass es auch solche Orte gibt. Meine Überleitung in die Renaissance, auch zu Renaissancefarben, sehen Sie hier im Paarbild. Mit Ölfarben, ökologische Ölfarben und natürlich auch mit alten Pigmenten. Das heißt also auch hier die Inspiration, wie Rocco Barone immer wieder mit der Renaissance inspiriert und eben auch in dem modernen Sujet. Und ganz wichtig, Paarbilder haben ja heute eine Aktualität. Unter einer Krisensituation finden sich ja die Paare stärker zusammen. Ja, das war jetzt unheimlich spannend, die Sichtweise der zwei Künstler Rocco Barone und Diana 80. Und ich hoffe, Sie sind jetzt neugierig geworden, weil morgen ist ein Salongespräch geplant dazu um 19 Uhr mit dem Thema Erotik in der Kunst. Und nicht vergessen, am Samstag von 18 bis 21 Uhr startet die Vernissage zu dieser Sonderausstellung. Wir freuen uns auf Sie!